Ja. Was müssen wir tun, wenn wir Kinder suchen, die für uns auf einer Plantage arbeiten sollen? Mein Bruder ist hier. Wenn ihr ihm sagt, wie viele ihr braucht, dann besorgt er sie euch. Und wie teuer ist es, ein Kind herzuschaffen? Ab 230 Euro. Ein Kind kostet 230 Euro. Ein Preis, der sich vielleicht noch herunterhandeln ließe. Dafür bezahlt man die Reise des Kindes zur Plantage. Und dafür kann man es unbegrenzt ausbeuten. Man hat das Kind gekauft. Und das Kind selbst bekommt natürlich nichts für seine Arbeit. Diese Kindersklaven ernten vor unseren Augen Kakaoschoten. Manchmal gelingt es Kindern, von den Plantagen zu fliehen. Wir treffen zwei Jungen aus Mali. Sie haben als Sklaven auf einer Plantage an der Elfenbeinküste gearbeitet. Wolltet ihr auf einer Kakaoplantage arbeiten? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir langsam gearbeitet oder uns sogar geweigert haben, dann haben sie uns geschlagen. Es gab dort viele Kinder. Wir haben alle versucht abzuhauen. Die Plantagenbesitzer haben uns gejagt. Wir haben uns eine ganze Nacht versteckt. Am nächsten Tag hat uns ein Mann gefunden und uns geholfen, nach Hause zu kommen. Es besteht gar kein Zweifel. Kinderhandel und Kinderarbeit sind auf den Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste offenbar auch weiterhin sehr verbreitet. Und das, obwohl die internationalen Schokoladenhersteller 2001 beschlossen haben, Kinderarbeit nicht mehr zu dulden. Ich werde zu diesen Schokoladenfirmen gehen, die Kakao von hier kaufen. Was werden sie sagen, wenn ich sie mit den Beweisen konfrontiere? Werden sie etwas unternehmen, um die Kinderarbeit zu stoppen? Während meiner Recherche bin ich auf eine Operation von Interpol gestoßen, der internationalen Polizeiorganisation. Kurz bevor ich hierher gekommen bin, gab es einen Großeinsatz auf den Kakaoplantagen im Osten des Landes. Ich fahre zum Interpol-Büro in Abidjan. Hallo, Mister. Bei der Polizeiaktion waren wir auf den Straßen, auf den Märkten und auf den Plantagen. Wir haben zwei Tage intensiv die Lage sondiert, um die Kinder zu finden. Einen Tag später sind wir in die Städte gefahren. Am letzten Tag der Operation hatten die Leute dann mitbekommen, dass die Polizei da war. Sie haben die Kinder versteckt, in den Häusern. Da hatten wir keinen Zugang. Da kamen wir nicht an sie ran. Wie viele Kinder wurden bei der Operation gerettet? Insgesamt haben wir 65 Kinder gerettet. Diese 65 Kinder wurden Hilfsorganisationen übergeben und dort ausführlich befragt. Henri Blemin zeigt uns den Interpol-Bericht, in dem festgestellt wird, dass die Kinder aus Mali stammten. Aus Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo und Benin. Wir haben 8 Kinderhändler verhaftet und verhört. Sie sitzen jetzt alle im Gefängnis. Waren Sie überrascht, Kinder zu finden, die auf den Plantagen arbeiten? Überrascht? Nein. 65 Kinder. Teils krank durch die Arbeit mit Pestiziden und die Mangelernährung. Müssten die Schokoladenproduzenten all diese Tatsachen nicht sehr gut kennen? Haben sie doch hunderte Angestellte an der Elfenbeinküste. Thank you. Ich möchte nun zur SAF Kakao zurück, um den Chef dort mit unseren Recherchen und der Interpol-Operation zu konfrontieren.
Wenn Interpol, eine angesehene staatliche internationale Polizeiorganisation, Kindersklaven auf den Kakaoplantagen befreit, wer will dann noch leugnen, dass es dort Kinderarbeit gibt? Was wird der SAF-Kakao-Chef Ali Lakis dazu meinen? Bei unserem letzten Treffen haben Sie mich informiert, dass es auf den Plantagen keine Kinderarbeit gibt. Aber Interpol hat gerade 65 Kinder gerettet. Was sagen Sie dazu? Das ist in den Medien. Eine Katastrophe. Die Zeitungen sprechen darüber. Das ist im Fernsehen, in den Nachrichten. Hier hat man ein Kind gefunden, da fünf. Der Kerl, der sie gefahren hat, sitzt im Gefängnis. Sie werden mir zustimmen, dass unsere Regierung gegen die Kinderarbeit auf den Plantagen kämpft. Immerhin. Jetzt also gesteht auch er ein, dass es ein Problem gibt. Mit meinen Rechercheergebnissen aus Mali und der Elfenbeinküste fliege ich zurück nach Europa. Mein Ziel ist die Schweiz, Genf. Die Schweiz, das berühmte Schokoladenland. Hier ist auch der Sitz vieler internationaler Behörden, wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO, die zur UNO gehört. Sie kämpft weltweit gegen Kinderhandel und Kinderarbeit. Die ILO hat mit der Schokoladenindustrie das Harkin-Engel-Protokoll unterzeichnet, das die Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen beenden sollte. Das Abkommen, von dem wir jetzt wissen, dass es nicht eingehalten wird. Hello. Hello. I'm Mickey Mistrati. Frank Hageman. Yeah. Nice to meet you. Was halten Sie davon? Es ist entsetzlich und es ist ein Skandal, dass wir sowas immer noch zu sehen bekommen im Jahre 2010. Und es ist noch mehr ein Skandal, wenn es geleugnet wird von Beteiligten und zudem noch von einigen Regierungsvertretern, wie Sie vorhin mir berichtet haben. Ich denke, der Wille ist da auf Seiten der Industrie. Bloß muss endlich mal dazu übergegangen werden, konkret etwas zu tun. Man hat die letzten 10 Jahre in erster Linie damit verbracht, das Problem zu diagnostizieren. Das war auch wichtig, weil man zu wenig darüber wusste. Aber inzwischen ist die Zeit, glaube ich, reif, zu größerer Aktion überzugehen. Ganz sicher ist die Zeit reif. Aber was unternimmt die Schokoladenindustrie, um das Problem wirklich zu bekämpfen? Sie gibt an, im Jahr 6 Millionen Euro für Hilfsprogramme aufzuwenden. Ein Vergleich. Allein Nestlé hat einen jährlichen Umsatz von mehr als 70 Milliarden Euro. All diese Firmen habe ich um ein Interview gebeten. Alle haben abgelehnt, meine Beweise anzusehen und dazu Stellung zu nehmen. Stattdessen lediglich eine Stellungnahme ihres Verbandssprechers. Darin steht, dass die meisten Kakaoplantagen nicht im Besitz der Firmen sind, die Schokolade herstellen oder Kakao liefern. Und das wird als Argument dafür genommen, dass man keine Verantwortung für Vorgänge auf den Plantagen hat, obwohl das Abkommen doch ausdrücklich vorsieht, dass die Plantagen kontrolliert und zertifiziert werden sollen. Diese Argumentation zeigt, dass die Schokoladenindustrie Kinderhandel und Kinderarbeit zumindest duldet. Denn sonst müssten die Hersteller mehr unternehmen, mehr Plantagen kontrollieren und wirklich nur von denen kaufen, auf denen es garantiert keine Kinderarbeit gibt. Ich möchte Nestlé, den weltweit größten Lebensmittelkonzern, dazu bringen, meine Bilder zu sehen.
Nestlé macht seit 50 Jahren an der Elfenbeinküste Geschäfte. Wir sind vor dem Firmengebäude, auf öffentlichem Grund. Gemäß internationalem Recht ist Kinderarbeit aber illegal. Und die großen Schokoladenproduzenten haben uns Verbrauchern versprochen, dass es so etwas seit 2008 nicht mehr gibt. Haben Sie Ihr Versprechen gebrochen? Wollten Sie es womöglich nie halten? Ich zweifle nicht, dass bei Nestlé die Probleme auf den Plantagen sehr gut bekannt sind. Aber ich möchte, dass auch die Mitarbeiter von Nestlé die Chance haben zu sehen, wie ihr Kakao angebaut wird. Keine Reaktion. Warum weinst du? Stattdessen kommt nur die Schweizer Polizei. Offenbar stören wir, wenn wir über Verbrechen an Kindern in den Herkunftsländern des Kakaos informieren wollen. Ist das ein Film für oder gegen Nestlé? Es ist ein Film für die Kinder und gegen Kinderhandel und Kinderarbeit. Auch wenn hier niemand hinsehen will, wir haben sie gefunden. Opfer und Profiteure